Leute, Was geht ab? wir sind zurück mit einer neuen Folge. Wir haben Bossfight. Bossfight jetzt, komm, die alte Leier. Leute, wir sind zurück in Dark Souls, Alter. Bossfight angesagt. Bossfight ist am Start, wir gehen voll rein. Was haben wir? Brauche ich irgendein Equipment? Hier nochmal eine Münze im Feuer hier? Scheiß drauf. Ich sammle das hier schnell ein. Angel Feather. So, was ist das hier für ein Bossfight? Aber eine geile Kirche so an sich, ne? Boah, Diggi. Was ist das? Was ist das denn? Sind sie ein Zauber? Sind sie ein Zauber? Heulen mit diesem Angel-Schwert? Die schmerzen schon. Gertrud! Gertrud! Ich muss erst mal reinkommen. Gertrud, gib uns weg. Er braucht auch so unglaublich lange einen Drink zu nehmen, du Pisse. Ich freue mich nach hinten. Ja, okay. Das ist so der Testfight. Testfight. So dass man sieht, was der für ein Moveset drauf hat. Rems! Ich ziehe ihn schon ordentlich, was. Schade. Gertrude. Das ist diese Kombo, ne? Ich häng am Stein fest. Am Grab. Ich häng am Grab fest. Letzter Drink. Dafür, dass ich ganz schön kassiert habe, liefere ich aber, oder? Sagt ehrlich. Ich mach den zweimal, dreimal. Jo, dass ich da die gute Rolle drauf hatte. Der eine hat eine Lanze auch noch. Ach, du bist ein Pisser mit der Lanze. Vor allem gerade als ich gesagt habe, oh ja, bis jetzt schlage ich mich ganz gut, kommt Gertrude im Zweierpack. Shit, man. Das wird schwerer als ich dachte. Deswegen, man darf nie Dark Souls Regel Nummer 3. Werte, schätze niemals ein Bossfight als einfach ein, wenn du noch nicht die Hälfte seiner HP down hast, weil du kennst dann noch nicht seine zweite Phase. Und mittlerweile haben so viele Bosse eine zweite Phase, dass man immer davon ausgehen muss, Bro, der hat eine zweite Phase, so nach dem Motto, weißt du? Ja klar, ich komme nicht unbeschadet in den Bossfight. Mein Problem, was ich habe, ist meine Leiste da oben, ne? Die ist ja jetzt deutlich kleiner. Weißt du, was ich mache? Ich equip mir hier ein Ember, falls ich kurz vorm Win bin, so, weißt du? Ich bin so kurz vorm Win, habe so die letzte Chance. Ah, guck mal, jetzt ein Ember equippen. Ich bin ausgewichen, aber alles gut, Großer.
Dass mich diese Combo auch erwischt, ist unangenehm wie Sau. Ich glaube, nachher, wenn wir zu zweit sind, muss ich diese fetten Statuen nutzen, um ein bisschen zu dodgen. Wo ist er? Guck mal, jetzt kann ich ihn ja eigentlich auch relativ gut dodgen. Hier kann man sich mal heilen, hier kann man sich mal... Was war das? Wo geht das? Das war ein Bug. Jetzt ohne Spaß? Kannst du mir nicht erzählen. Ich bin zu langsam. Was? Manchmal macht er die Kombo, manchmal nicht. Ist doch Schmutz. Kaum heil ich mich, macht er einen Angriff. Als wenn das so vom Spiel gewollt ist. Danach verpisst er sich auf jeden Fall immer. Komm mit dem großen Sturmangriff wieder. Ja, ich muss sie. Dieses Heilen. So ist er sich eh. Da kommt er. Scheiße nicht ausweichen kann. Jetzt ist das, wo ich meine, ich muss mich hier manchmal, ich muss sie jetzt mal beide von einer. Hängt da halt am Stein fest, ne? Das ist auch das Problem, wenn man da selber so hinterm Stein sich dodgen will. Aber die kriegen jetzt beide Schaden, egal wen ich angreife oder was. Dann komm mal her, ja. Ich mach die Rolle. Das muss so ein bisschen flowen, weißt du? Das hat jetzt, das war noch mal so die Testphase. Gerade die erste Phase, da darf ich auch noch nicht so viele Tränke. Okay. Oh Mensch. Ich habe kurz gesehen, dass mein Schwert so ein bisschen doppelt aussah. Ich bin noch mal gerollt, du Bastard. Jetzt kurz. Weißt du, es fängt ja schon wieder geil an. Sorry. Ja, habe ich natürlich geahnt. Ich bin volle Sau ausgewichen. Jetzt kommt der einfach angeflogen oder so, ne? Wie weit auch auf einmal, du bist so ein Uhrenbock.
weiche dem ersten aus. Das bin ich, das ist der Gegner so. Ich weiche dem ersten aus, der kommt so an. Ich weiche aus. In dem Moment, in dem ich die Ausweichrolle mache, kommt der zweite schon. Ich konnte diesen Doppelangriff nicht ausweichen, egal wo ich hingerollt wäre. Könnt ihr euch mal treffen? Ja, die kommst du ja aus dem Hintergrund. Das meine ich. Wieso kommt ihr mit so einer Scheiße an? Ich weiche dem ersten aus und der zweite macht genau dann das Moveset. Es ist doch so billig. Das ist so schlecht, Alter. Dass es so zusammen ist. Ich wollte gerade den Power Move machen. Alter, ist das eine Jauche hier von euch? Ich kann den zweiten nicht ausweichen. Och man, ist das unfair. Guck mal, denn nun macht der zweite gleich sein Setup da hinten fertig. Ich komme einfach nicht zu einem Angriff. Er schlägt in den Boden, die Weichen aus und der Angriff hittet wie Sau. Och Gott, Leute. Ich komme bis zu dem Punkt easy und ab dem Punkt komme ich nicht weiter. Ich kriege die nicht getrennt und wenn ich die nicht getrennt kriege, kloppt der andere. Ich mache einen Schlag und der andere kloppt mir sofort die Faust in den Rücken. Sich so eine unfaire Scheiße ausgedacht. Wieso wird nicht einfach gesagt, hier ein Boss und wenn der eine angreift, ist der andere am Chillen so ein bisschen. Könnte doch. Kann ich hier noch keinen Schrank nehmen? Die
die Kamera. Ich mach diese ultra geile Ausweichrolle. Boah, das ist mein letzter Angriff. Hat einfach nicht gezündet. Bin ich schon so weit? Nee, so weit bin ich noch. Perfektes Timing von der Rolle. Ohne Spaß, ich schwör's, das war das ultimative Timing. Gönne. Ich kann diesem schnellen Angriff auch nie ausweichen.
doch! Hey, ich wasche mir ein bisschen hier, muss ich sagen. Bis. Nochmal ein Amber reingehauen und ein Amber bekommen. Soul of Gertrudes Angels. Angels. Sippen. Und beißt sich auf die Nippel. Irgendwie so gegen Ellie Texter, oder? Sag mal, Ellie. Ja, ich bin happy, Diggi. Ich sag ja, der bricht mich nicht. Und man muss hier diese komischen Statuen benutzen. Tatsächlich. Ist einfach Facts. Einfach werden hier die Facts gespittet. Nach, was habe ich jetzt? Nach einer halben Stunde. Nach einer halben Stunde Boss. Ja gut, davor bin ich ja noch ein bisschen zum Bossfight gegangen. Ist jetzt nicht halbe Stunde Bossfight, sondern Chamber of Gertrude. Da ist Gertrude, das waren ihre Angels. Das war nur ein Test. Sie hat die Angels sippen lassen. Gertrude, was hast du getan? Wie hast du Angels gegen mich sippen lassen? 6000 Seelen nur? Hört sich voll wenig an von den paar Angels, weil die Angels waren schon richtig am Sippen, fand ich. Das ist Gertrude? Das ist Malenia. Mann. Oha. Oh, die hat ein Matschauge, kann das sein? Die hat einen Ruff gekriegt. Die haben sie jetzt nicht so geil gemacht, muss ich sagen. Die hat ein richtiges Ding bekommen, glaube ich. Soll ich die jetzt abmessern? Neil? Ich will mich doch nicht vor dir hinknien. Ask to join Covenant. Talk. Establish Covenant. Breaks Foes of Former Covenant. Ich bin Foes of Former hier. Oh, ich gehe bei den Angels, sehe ich mich. Jetzt gehöre ich. Bin ich so ein bisschen ihrer Gang beigetreten, sozusagen? Covenant established. Ihre Angels gesippt hat. Oh, am liebsten würde ich der eine über den Kopf ziehen, dafür, dass ich jetzt davon nichts bekommen habe. Jetzt gehöre ich zu den sippenden Angels, oder was? Ja, schuldig. Ist sie jetzt weg? Sie sitzt da noch. Ich bin noch jetzt bei den Covenants. Was ist denn jetzt? Muss ich hier vorknien wie so ein Hund? Sie hat mir auch nichts zu sagen. Ich bin da beigetreten und sie hat nichts Besseres zu tun, als da zu sitzen. Ist das eine Show? Bin ich da hin? Da war da noch was? Da war noch was, warte mal. Da war noch was. Oh, jetzt bin ich zum falschen Feuer gesippt. Ja, Leute, sorry dafür. Ich bin zum falschen Feuer gesippt. Angels sippen. Und beißt sich auf den Nippel. Mann, da habe ich. Da war noch eine. Jetzt bin ich da durchgerannt. Hab den Shortcut entdeckt. Shortcut entdeckt. Der Bossfight ist vorbei. Oh. Hab den Shortcut entdeckt. Wie sieht mein Herz jetzt aus? Die schrubbe ich wie Sau, aber kurz egal. Denn war da nicht mehr, aber hier war noch ein Weg. Right. 6000 Seelen? Ja, es sind zwei Level. Bis jetzt nichts. Krank. Seid ihr euren Boss bei? Ich bin außen durch. Forky! Der Rage. Lass mich in Ruhe. Stoppt euch da unten aus? Jo. Gib mir mal ein paar Seelen, wenn ihr sterbt. Das ist gut, danke. Forky! Das ist hier so einer mit dem Top-Deck. Schnell besiegen. Schnell besiegen, bevor ein Toppy weg. Hehe. Boah, nicht, dass ich noch einen aktiviere. Nehme ich das lieber raus? Da schüttelt es mich noch ein bisschen. Amber. Amber of the Heart. Amber Heart.
bei Amber with that little thing in the bricks hard. Harvard. Wo sind die Gegner? Ist hier gleich der nächste Bossfight? Ich spring von Bo- Hier ist auch ein Feuer. Darauf erstmal noch eine kleine Stärkung. Rest on the bonfire. Mach den Rest am Bonfire. Ist die Tüte schon leer gesehen? Was ist das hier für ein Balkon? Hier kann ich raus in die Wildnis gucken. Ja, wenn das die nächsten Level sind, sehe ich mich da nicht so. Soll das nicht? Hier nochmal versucht das Thumbnail? Yes. Ist hier oben? Ein Rabe. Pfeile wollte ich mir noch besorgen. Ach, guck mal, hier kommt ein Bossfight. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger BOSS-Fight ist. Oder nur. Das ist ein Mini-Fight. Aber ich gebe die Seelen aus. Weil wenn das ein harter Bossfight wird, renne ich da die ganze Zeit hin und her. Hab nur die Seelen im Fokus. Schmutz, ich gebe auch alle aus, den Rest kommt mit Pfeile, wenn er Pfeile im Shop hat. Au. So. Grandma. Denk dran, wir wollen erstmal bis 18 Geschicklichkeit gehen. Machen wir bestimmt schon kommen. Hat nur 32 Seelen. Das ist perfekt, dafür kriegen wir keine Pfeile mehr. Ach man. Jedes Mal mache ich den gleichen Fehler. Jo, genau da will ich hin. Gertrude ist down. Ah ne, Gertrude war das nicht. Das waren nur Engel von Gertrude. War ein interessanter Bossfight jetzt im Nachhinein. Wenn ich das gerade mal so durch meinen Kopf gehen lasse. Das ist ein echt interessanter Bossfight. Ich glaube, das ist kein richtiger Boss hier. Das ist nur so ein Riese. Was sind du denn hier? Ja, ich kann hier ja nur eine Beine ploppen. Voll durchgesippt eigentlich. Er hat jetzt schon eine zweite Form so gefühlt. Jetzt weiche ich den nicht aus, jetzt macht das die perfekte Rolle. Sein Gummi der Fähigkeit. Achso, ich bin ein Gummi für die. Hier Stampe. Wie geht's denn?
sehe auch gar nichts, wenn ich ihn hier so richtig billig am Sack hänge. Schade. Er fällt auf mir rauf! Live, ne? Das muss ich mir eingestehen. Oder ich mache erst Pause. Ich mache erst Pause, Leute. Oder? Ein Versuch. Ein Versuch und dann noch Pause. Erstmal ihn schön zwischen die Waden kloppen. Ich bin am Sprinten und mach die Rolle. Der ist easy. Der ist wirklich easy. Also den mach ich damit, ich mach ihn zu Ende, weil ich weiß nicht, wie viel ich cutte bei dem anderen Bossfight, aber ich mach hier Pause, Aufnahme. Pisst euch.